Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Runde von TFT. Wir zockern weiter, leider immer noch im Normal-Modus. Ranked dauert leider noch eine Woche. Und ich bin immer noch so ein bisschen am Rumprobieren. Ich will heute mal versuchen, eine 6er-Demon-Comp hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob das... Es wird ziemlich schwierig sein, denke ich mal. Es kann auch sein, dass wir am Anfang und in der Mitte ziemlich auf den Sack bekommen. Aber die wurden ja eigentlich alle gebufft jetzt. Und also nicht alle, aber die Demon-Comp an sich. Mit ihrem Mana-Burn und mal gucken, was wir da für eine Kombination irgendwie hinkriegen. Vielleicht können wir auch mit einem Spatula arbeiten. Da kann man ja quasi auch einen Demon draus machen, denn. Aber wir werden, je nachdem, natürlich gucken, was wir jetzt am Anfang hier bekommen. Da habe ich einen Varus gesehen, den versuchen wir gleich mal. Ah, ich habe ihn. Haben wir schon mal unseren ersten Demon. So, na, ist jetzt so lala, ob er eine richtige Waffe dafür hat hier, also das richtige Item. Macht natürlich mit seinen Ult ziemlich guten Schaden. Oh, ich hoffe wirklich, wenn die den neuen Patch draufbringen, dass man so ein bisschen mehr Stats sieht. Macht das jetzt hier normalen Schaden, macht das Fähigkeitsschaden, wie skaliert es miteinander und so weiter. Dann kann man auch noch ein bisschen besser mit den ganzen Sachen arbeiten. Und auch dieser Damage-Graph, der wird auch gut, wenn man dann erstmal sehen kann, ja, wer macht denn jetzt hier gerade den meisten Schaden, auf wen lohnt sich denn quasi, das Item zu packen. Aber wie gesagt, ist ja alles noch eine Beta, wir müssen uns da ein bisschen gedulden. Am Anfang war League of Legends auch nicht perfekt. Wollen wir Doppelbogenschütze erstmal gehen? Na, was soll's. Müssen dann halt später eh umbauen. Ich muss dann auf jeden Fall mal gucken, wer alles Demon ist. Spontan fällt mir da eigentlich nur Evelyn ein. Oh Gott. Ja, wir versuchen halt hier diese 70% Chance auf Mana-Verbrennung zu kriegen. Können wir ihn auf jeden Fall schon mal geben. Das ist bei ihm nie verkehrt. So, ja, die bräuchten aber jetzt unbedingt noch irgendeine Frontline. Präzision, oh grazie. Okay, machen wir das erstmal so. Könnten ihn noch Magieriese geben, aber ne. War nur wichtig, dass er ein bisschen wegtankt. Piu, 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 piu. Ich glaube, wir kesseln uns auch trotzdem mal ein. Er ganz hinten und dann er hier. Ja, keine Ahnung, ob das was wird. Wichtig ist erstmal, dass man irgendwie Level 2 hinbekommt. Wir könnten ihr ein Schwert geben oder wir buffen ihn einfach weiter. Ja, da hat es nämlich schon Level 2er. Von daher wird es eigentlich schon ein Auto-Lose. Sei denn natürlich, er wird immer schneller. Oh. Wenn sie noch ein bisschen durchhält. Oh, wow. Das war extrem lucky. Um es mal gebildet zu sagen. Dann können wir sie noch nehmen. Einfach um zu gucken, was wir hier kriegen. Schade, leider nichts dabei.
Machen wir ihn mal rein wegen dem Ritter. Und jetzt haben sie da nochmal. Und dann können wir ihnen das hier geben. Blutdürster. Ja, komm. Dann nehmen wir auf jeden Fall ihn. Ach, shit. So, wichtig, dass sie weiter schießt. Ja, okay. Ja, wenn wir schon eine Siegesserie haben oder eine angehende Siegesserie, dann wäre gut, wenn wir die auch beibehalten. Nehmen wir den noch mit. Okay, das ist doch schon mal gut. Theoretisch können wir es auch so machen. Oh, hier, sie ist ein Demon. Oh, okay, nice. Machen wir mal so. Haben wir zwar jetzt den Ritterbonus nicht mehr, aber ist okay. Dann haben wir doch schon mal die erste Demon-Sache fertig. Und die beiden können die halt quasi auch verbrennen. Da sieht man denn, glaube ich, ja, hier, dieses Lilane hier. Dann kriegen die auch dementsprechend noch extra Schaden. Und verlieren halt ihr Mana. Eigentlich ist es gar nicht so bad. Da hat auch Mana verloren. Schon wieder. Also 20% ist schon heftig. Und jetzt stellt euch mal vor, es wäre 70%. Das ist eigentlich. Das ist schon richtig heftig. Aber sechs Demons erstmal zusammenkriegen? Hm. Die sind halt nicht einfach. Ich glaube, Morgana ist auch ein Demon. Das heißt, wir versuchen mal auf Morgana zu gehen. Ich bin Erster, also muss ich eh gucken, was übrig bleibt. Ansonsten können wir natürlich auch Evelyn gehen. Die hat eigentlich auch ein gutes Item. Jetzt müssen wir mal gucken, der hier ist noch dran. Okay. Ja, die ist ein Demon, oder? Klar, die muss ein Demon sein. So, da haben wir auch den Varus bekommen. Wir sind hier ganz schön voll. Ja, sie ist ein Demon. Packen wir sie noch rein, machen sie aber dahin. Die kann eigentlich weg. Ja, wir heben mal auf. Ich lasse erstmal so. Ich versuche mir noch ein paar Optionen offen zu halten. Wenn ich zum Beispiel eine Nidalee noch kriege, haben wir wenigstens noch einen Beast-Bonus und so weiter. Man kriegt es halt. Oh, shit. Kriegt es halt nicht gleich am Anfang hin. So, Morgana und go. Zack. Der macht den da auch mal solo fertig. Okay. Was wird denn hier raus? Gefrorenes Herz. Kein Demon dabei, aber sie haben wir voll. Den Rest würde ich, glaube ich, erstmal so lassen. Eigentlich ist es für sie gar nicht so bad, weil wenn sie dann wirklich mittendrin steht und ihren Ult macht, dann würde sie länger durchhalten. Und die Gegner um sie rum machen. Oh, er hat auch einen Varus, den will ich haben. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Den Rest, wie gesagt, lassen wir erstmal.
Schön wäre, wenn wir noch einen Varus kriegen würden. Dann hätten wir Varus Level 2. Er ist gerade unsere stärkste Unit, würde ich mal behaupten. Oh, yes, perfekt. Sie natürlich auch. Ein Phantom kriegen wir, denke ich, nicht hin. Das können wir, glaube ich, erstmal so lassen. Ich würde erstmal ihn verkaufen. Sie nehmen wir mal noch mit. Und dann lassen wir es erstmal so. Mal gucken. Wir haben bis jetzt noch schon eine Siegesserie, ne? Zwei. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht verlieren. Wir brauchen das extra Gold. Geben wir ihnen noch mehr Angriffstempo oder lassen wir es erstmal? Wie viel Mana braucht sie? 75. So, leider kein Demon dabei. Ich muss den vorlassen. Wir lassen es mal so. Wenzel, wo bist du denn? Dritter Platz, okay. So, ist immer gut, wenn Elise immer noch ulten kann. Zack, ja, das sieht sehr gut aus. Bis jetzt muss ich sagen, ziemlich stark. Gucken wir mal, ob es so bleibt. Wir haben noch eine Level 3 Vayne eventuell in der Hinterhand. Bald. Das dauert noch ein bisschen. Aber können wir eigentlich nicht so wirklich benutzen. Ich nehme einfach nochmal Kassadin mit. Solange ich noch Platz habe, ist alles gut. In der nächsten Runde könnte ich auf jeden Fall aufleveln. Und dann könnten wir die Vayne reinpacken. Am liebsten wäre mir echt noch, wenn wir die Elise noch ein Level abkriegen. Weil ich muss halt auch schnell Level steigen, weil die nächsten Demons, die sind halt in der nächsten Hierarchiestufe quasi. Der sieht scary aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist schon hochgelevelt. Bitte ulte. Oh, perfekt. Okay, oh. Oh, perfekt. Uiuiui. Der hat sich erstmal hochgelevelt auf Level 6. Da haben wir Nidalee. Oh, hier, er ist ein Dämon. Cool. Jetzt ist die Frage, machen wir ihn rein? Dann haben wir einen Vierer-Demon. 50%, ah, das ist besser. Wir sind bei 30, mehr können wir erstmal nicht machen. Okay, Vierer-Demon. Jetzt fehlt noch, Evelyn fehlt jetzt noch. Und dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wenn noch ein Demon ist. Er wird nicht lange durchhalten hier vorne, ne? Ja, schade. Er hat den hier auch schon komplett hochgebufft. Oh. Bäm. Okay, sieht noch gut aus. Ah, stimmt. Brand ist ein Demon, glaube ich. Hier ist Dings. Also ich sehe hier gleich mehrere. Wir haben Varus Level 2. Oder wir nehmen Brand, dann hätten wir 5 Demons. Ja, Varus ist weg, verdammt. Da müssen wir jetzt auf Brand hoffen.
Ich bin leider Erster. Ja, Kassadin ist egal. Nein, 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 nicht nebenan, nein. Oh, okay. Dann glaube ich, gehe ich mal für ein Spatu. Vielleicht können wir da nochmal irgendwas Cooles draus machen. Ja, ist ärgerlich. Vor allem der Varus, der hätte uns jetzt hier nochmal richtig, richtig einen Boost gegeben. Stattdessen haben wir hier gleich die Rain-Level, sonst was. Den Spatula hebe ich mir noch auf. Wie viel Mana brauchen wir? Ja, 100. Dann macht er seinen Ult. Oh, Level 3 Graves mit dem Scheißding. Und er springt hier hinter. Okay. Ich glaube, wir werden hier zum ersten Mal verlieren. Wenn er noch ultet. Ah, nee, schade. Nee. Gegen Level 3 Graves haben wir keine Chance. Schade, haben wir unsere Siegesserie verloren. Mal kurz anders hinsetzen hier. Damit. Dennoch diese, also Phantom Dancer, ich hoffe mal, die nerven das Ding auch. Weicht allen Treffern aus. Da müssten sie auch so 70, 80% irgendwie sowas machen, dass wenigstens noch irgendwas durchkommt. Leider nichts dabei. Ich tausche ihn mal mit ihm hier. Vielleicht schneller ultet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss er jetzt hier ein bisschen mehr wegtanken. Oh, schon wieder der Typ. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Wenn wir jetzt noch ein bisschen leveln. Können wir ja Vayne zu einem Demon machen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Mal ganz kurz gucken hier. Ich habe hier so ein Spreadsheet. So, nicht wundern, wenn es für euch jetzt ein bisschen hablig aussieht. Shit, die Träne und Spatula, ich hätte es sogar machen können. Okay. Räumen wir hier ein bisschen auf. Oh shit, jetzt muss ich aber ulten. Ja. Träne und Spatula. Er hier ist eigentlich noch relativ useless. Das machen wir mal und dann leveln wir noch einmal auf. Ja, Nidalee weiß ich auch noch nicht, was wir mit ihr machen. Oder ob wir überhaupt was mit ihr machen. Beast-Bonus kriegen wir nicht hin. Doch, na, wir haben ja Warwick noch drin. Das zählt ja nur für die beiden. Oh shit. Oh, okay, er zieht Elise rein, okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Piu, 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 piu. So, Spatula und Dings brauchen wir. Okay, Träne. Dann könnten wir Vayne zum Beispiel reinnehmen und wechseln lassen. So, hier ist jetzt auch nichts mit bei. Ich hoffe, du magst es.
Der kann weg. So. Nehmen wir mal Brand mit rein. Jetzt fehlt nur noch Evelyn. Müssen wir uns aber noch ein klein wenig gedulden. Ich weiß nicht, ob unsere Frontline halt ausreicht. Also Leute werden hier nur eingeeist, ey. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. So, nur noch Evelyn. Evelyn oder sie zu einem Demon machen. Dann hätten wir nämlich den Bogenbonus noch mit drin. Der wäre mir theoretisch lieber. Na, wir gucken mal. Level 3 Tristana, aber mit 0 Items. Das ist eigentlich okay. Oh, schade, erzählen. Komm, Morgana Ulte. Yes. Aber es reicht nicht. Ja, warum hat denn das nicht noch geploppt? Schade. So, ihn und sie könnten wir noch verkaufen, wenn wir Platzprobleme bekommen. Da ist Morgana. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Oh, hier ist schon fertiges Item auf Kayle. Ach du Scheiße, Junge. Also wer das nicht nimmt, okay, ich würde schon sagen. So, wir versuchen Morgana. Dann haben wir sie, glaube ich, sogar Level 2. Yes. Meins. Okay, das ist schon mal gut. Und ich glaube, sie hat sie nicht sogar schon eine Träne. Yes. Bitte wieder dahin, danke. Alles klar. So, wir können ihn mal ganz in die Ecke stellen. Sie kommt dahin und dann haben wir halt die hier noch. Okay, die Tristana sieht auch dangerously aus. Was Morgana? Yes. Schöne Morgana-Ult. Aber es reicht leider nicht. Trotz des Mana-Burns. Dammit. Ja, vielleicht ist eine Eve gar nicht so bad, die halt in die Backline reinspringt. Das ist wichtig hier. Das ist sehr wichtig. Jetzt bräuchte man nur noch ein Brand. Level 2. Aber wir leveln weiter auf. Wir bleiben entspannt. Wir haben noch 69 Leben. Wir dürfen nur nicht zu hoch verlieren, dass hier zu viele Leute übrig bleiben. Dann ist eigentlich alles fein. Wir könnten eigentlich schon alles all in gehen. Aber solange ich hier noch knapp verliere, ist alles gut. Der richtige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, schade, dass er nicht noch ulten konnte, aber Morgana steht gut. Ja. Mit einem 5 oder 6 Mann Ult gemacht gerade. Tja, Draven, deine Zeit ist auch leider vorbei. Boah, aber der nimmt hier nochmal 20 Leute mit. Jetzt kommen nochmal ein paar Items oder ein Item. Das ist ein Drache, glaube ich, nur, oder? Nee.
Oh ja, hier könnten noch mal ein paar Items droppen. Wir bleiben auf jeden Fall über 50. Haben immer noch den Spatula. Also entweder wir kriegen jetzt noch mal eine Träne. Dann könnten wir sogar einen von denen hier zu einem Demon machen. Es geht ja einfach nur, dass die dann auch den Mana-Burn-Effekt haben. Okay, wir können jemanden zu einem Demon machen. Aber ich versuche mal, ob wir noch die Vayne reinkriegen. Aber lohnt sich das? Könnten sie erstmal für Brand nehmen, wenn denn. Aber wir kriegen jetzt eh die Demons voll. Komm, rein da jetzt. Demon Buff. Aber der Bogenbonus wäre doch eigentlich gar nicht so bad. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh Gott, Evelyn springt mitten rein. Aber ich glaube, sie kommt raus, wenn sie ultet. Nee. Dieses Glacial, ey. Ja. Glacial OP. Ist okay, wir sind noch gut dabei. So, nochmal aufleveln. Da müssen wir leider durch. Es war blöd, dass sie so scheiße reingesprungen ist. Mal gucken, dass sie von hier nach hier drüben. Wir haben halt keinen anderen Buff. Das ist ein bisschen kacke. So, die müsste eigentlich bis nach hinten springen. Ja. Oh, da war der Dings gleich weg. Oh, der Ult war wichtig. Aber Draven OP. Ja. Aber wie gesagt, wir probieren ja rum. Das ist nicht so schlimm. Gestaltenwandlers. Hat halt keine Synergy mit irgendwas. Könnten statt den beiden hier noch einen Elementarmagier irgendwie reinschleusen. Ich weiß nicht, ob das hier noch was wird. Der ist recht selten. Ja, der hat zwei Schläge und Draven. Draven. Dings ist tot, Darius. Pom, 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 pom. Oh, der ist auch fast tot. Also auf jeden Fall Late-Game-mäßig ist nicht so cool, leider. Ich hatte gedacht, das haut mehr rein mit diesen Mana-Burn. Aber unsere Frontline ist halt auch grottenschlecht. Ich weiß nicht, wie gesagt, Brand könnten wir noch aufleveln. Hier hätten wir noch einen Spatula. Der Spatula leider auch weg.
Wir nehmen mal das hier. In Hoffnung, dass wir Morgana vielleicht noch ein bisschen stärker machen können. Ja, so ein Mist, ey. Gleich tot, ey. Ja, unsere Frontline ist non-existent. Die fällt einfach zu stark, zu schnell weg. Bringt es jetzt noch auf zu Level? Ne, wir müssen durchrollen. Wir müssen jetzt versuchen, Leute hier noch auf Level 3 zu kriegen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich sehe. Weil jetzt, ob jetzt noch eine Vayne drin steht oder Peng. Kaufen jetzt alle Demons, die wir hier sehen. Alle Demons kaufen wir jetzt. Das ist schon mal gut. Da jetzt noch irgendwas reißen können. Morgana Ult war gar nicht so bad. Natürlich treffen wir ihn nicht. Ah, doch, ich wollte schon sagen. Puh. So, was fehlt denn hier noch? Da, da, da. So, ich bin theoretisch noch Erster, aber ob wir das noch schaffen? Hm. Ich verkaufe mal ihn noch mal kurz, damit wir über 30 kommen. Kriegen wir noch mal ein Gold mehr. Was bringt, mal gucken. Ja, jetzt eigentlich theoretisch nur... Also Varus Level 3 wäre der absolute Traum, aber da sind wir noch so weit von entfernt. Vielleicht kriegen wir ihn hier noch hin. Wenn wir ihn überhaupt erstmal besiegen können hier, mal gucken. Och. Holy shit, ey. Assassin bringt nichts. Kein Platz. Damn. Nein, Morgana. Oh. Dings haben wir leider keinen Platz mehr, oder? Oh shit. Wir haben noch gut was hier drauf. Oh, dieser dämliche Spatula, ey. Zwei Runden noch. Oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht hätte man noch umstellen können. Aber jetzt wieder dieser Draven-Typ. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Nee.
Schießt der noch? Ne, okay. Au, au, au. Das tut weh. Brennt, aber nee. Eine Evelyn und ein Varus. Das ist wieder der Draven-Typ, ne? Okay, Morgana steht mehr als gut, wenn sie jetzt ultet. Oh ja. Komm schon. Schieß. Och. Oh, es reicht, der ist tot. Oh. So, dann haben wir noch einen Gegner. Oh, ich krieg auf jeden Fall, würde ich eine Spatula kriegen. Ist hier irgendjemand dabei, den ich sonst brauche? Nee. Okay. Das heißt, wir gehen für Anivia. Ja, oder so. Können wir jetzt noch jemanden mit reinpacken? Ist eigentlich egal, auf wen was machen. Wir packen rein ihn hier nochmal. So, dann müssen wir jetzt beten. Beten wir mal, dass wir hier irgendwie... Oh Gott, Alter. Hat auch wieder einen Draven. Ich weiß nicht, ob Evelyn den kleinen kriegt. Morgana-Ult ging, aber irgendwie auch nicht. Er konnte nochmal ulten. Nee. Schade. Draven doch OP. Aber immerhin, wir sind mit einem 6er Demon doch ziemlich weit gekommen. Und immerhin Zweiter. Theoretisch hätten wir Punkte bekommen. Bling, bling. Tja, ich weiß nicht. Armeemäßig waren wir gut dabei, aber vielleicht noch ein, zwei Level 3er bekommen. Das so wie hier. Dann hätte es vielleicht noch gereicht. Aber da war der Draven in dem Fall doch ein bisschen zu krass. Aber ich finde, glaube ich auch, ich glaube, bei Solo-Gesang, ich gucke ab und zu mal die Streams hier von Maxim, Solo-Gesang, der meinte halt auch, dass 3 Items auf Leuten ein bisschen too much ist, ein bisschen zu overpowered, zu broken. 2 Items pro Person würde alles ein bisschen mehr balancen. Und man hat auch ein bisschen mehr Variation, wo man jetzt so die Items reinpackt. Und man schmeißt nicht einfach alle Items auf irgendeinen Typen, wie in dem Fall Draven. Und der one-shottet da einfach alles. Einfach ein bisschen, ist einfach broken. Weiß ich auch nicht. Das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme und vielleicht wirklich einen Cooldown für Ults einführen. Das ist so mein Favorit, die beiden Sachen. Dann könnte man es so ein bisschen mehr hinbalancen. Aber solange das jetzt noch wirklich so bleibt, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt weiter machen werden. Und bin auch mal gespannt, wenn Ranked losgeht, was sich dann so für eine Meta bildet. Und wird auf jeden Fall lustig. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.